Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Super Pokémon Rumble Let's Play von mir, eurem Bicycle-LP. Es geht weiter in diesem Part und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Aber wir sind ziemlich langsam. Da wechseln wir mal gleich zum Schallquap. Aus zeitlichen Gründen, oder oh ja, auch aus privaten Gründen, habe ich es halt nicht mehr geschafft, einen Teil aufzunehmen. Aber heute sind wir wieder dabei und wir waren wohl bei der Burg Mythenschwer. So, das... Oh, jetzt kommt wohl, ja. Membrana sagt, du bist so weit? Fragezeichen. Rabigator hält sich irgendwo hinter dieser hohen Mauer auf. Wie ich ihn kenne, wählt er den Teamkampf, um gruppenweise auf dich losgehen zu können. Sobald du auf der anderen Seite der Mauer bist, kannst du kein anderes Pokémon mehr einwechseln. Überlege dir also ganz genau, wen du in den Kampf schickst. So, das Schild sagt... Im Teamkampf ist es nicht möglich, besiegte Pokémon als Gefährten zu gewinnen. Und das andere Schild sagt, für diesen Kampf empfohlene Stärke der Pokémon mindestens 360. Ja, wir liegen drüber. Der Angriff ist nicht gut. Obwohl, ich glaube, wir nehmen einfach mal Gekabor. Ja, das ist gut. Auf geht's. Ja, wir machen ordentlich Damage. So, jetzt hier einen gucken wir da als Boss. Jetzt müssen wir nur noch treffen. So, den gucken wir da, haben wir auch besiegt. Wir heilen uns. Weiter geht's. Hier sind Navitaubs und Düsselgur. Aber auch die sind kein Problem für uns. Hier ein Sedimantor und zwei Kieslings. Und spawnen wieder neue Düsselgurs. So, die haben wir erledigt. Jetzt zum Endboss. Yes. So. Noch ein Endboss. Toxipeds. Aber auch die sind kein Problem für uns. Und der Endboss hier ist Hutsasa. Oh, die Attacke macht ziemlich viel Schaden. Jetzt wird es wohl der endletzte Boss sein. Hier sind Ravigators und Felilus. Und Rockheimans. So, hier sehen wir jetzt das Ravigator. Kategorie Abschreckung, wie gesagt, Ravigator. Und es sagt, ich soll den Lichttau wieder rausrücken, sagst du? Der ist schon längst nicht mehr hier. Und nur damit du es weißt, für dich ist hier Endstation. Und das finde ich mal freundlich, sofort jemanden anzugreifen. Aber was soll's. Auch mit Ravigator werden wir klarkommen. Erst besiegen wir hier die ganzen Rockheimans, damit wir ein Problem weniger haben. Ah, daneben machen wir aber weniger Schaden. Und meine Treffsicherheit lässt auch ziemlich was zu wünschen übrig. Und bäh, wir haben ihn besiegt. Grrr, bild dir bloß nichts darauf ein, dass du mich besiegt hast. Lang lebe unser Chef. So, wir haben es geschafft. 2 Minuten 54 haben wir gebraucht. 54 Millisekunden, glaube ich. Rang A. Und ja, es waren irgendwie auf magische Weise wieder zurückgeschleudert. So, wir haben ganze 56 Pokémon besiegt. 19 Angriffe und wie gesagt, 2 Minuten haben wir dafür gebraucht. Strepoli sagt, da muss einer von Rabigators Handlangern sein. Auf ihn, Jungs! Oha, du gehörst gar nicht zu Rabigators Leuten, sagst du? Tut mir leid, mein Fehler. Als wir hörten, dass Ravigator unsere Abwesenheit schamlos ausgenutzt hat, sind wir sofort losgeeilt. Aber offenbar hast du ihnen bereits an unserer Stelle eine Lektion erteilt. Vielen Dank dafür. Also,
Wo ist jetzt der Lichtau? Was sagst du da? Kein Lichtau? Nicht ein Tropfen? Das wird ja immer komplizierter. Nur keine Panik. Nicht allzu weit von hier befindet sich der große Lichtbrunnen. Dort sollten wir ja so viel Lichtau bekommen, wie wir brauchen. Ja, warum machen wir so einen Stress denn da rum? Entspann dich erstmal. Auf uns ist noch immer Verlass gewesen. So, jetzt aber. Yay, wir haben das Schattenspielufer 2-1 freigeschaltet. Oder war das jetzt die Ebene? Achso, es war gerade das. Das ist das Nebelufer 2.2. Sag bloß, du bist auf der Suche nach dem großen Lichtbrunnen. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren. Du solltest dir besser ein paar starke Gefährten zulegen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Gesagt, getan. Auf zu den nächsten Habitate. Sage ich jetzt mal. Zum Waldbereich gehen wir gleich mal. Das Wurmball sagt, wenn du nicht weiter weißt, dann sprich einfach das Pokémon am Stadttor an. Das Schild sagt wiederum, hast du schon Pokémon gefunden, die dir besonders gut gefallen? Überprüfe in einer der Städte doch mal deine bisherige Sammlung. So. Im Waldbereich finden wir Wurmballs. So stark scheinen die gar nicht zu sein. Wir haben einen Wurmball mit der Stärke 395. Und Hornlios sind hier. Noch mehr Hornlios. Ah, wir sind vergiftet. Ja. Also weiter geht's. Hier Sesokids. Ich finde, das ist ein unnormaler Typ. Einfach Pflanze normal. Bitte. Was ist denn das für? Egal. Weiter geht's mit Driftlons. Geistflug. Wir sind verschreckt. Und wir wechseln mal das Pokémon lieber aus. Nicht, dass wir K.O. gehen. Und wir nehmen das Flapdrex. Gesteinflug. Stärke 359. Oh ja, der macht ordentlich Damage. Ja, oha, K.O. sogar. Hier haben wir einen Driftlon mit der Stärke 436. Und noch einen Driftlon mit der Stärke 433. Und Knilz haben wir hier. Mit der Stärke 382. Noch ein Knilz mit der Stärke 391. Also ein stärkeres. Ist auch super für uns. Je stärker, desto besser. Und noch ein Gefährt. Wurmball mit der Stärke 370. So, weiter geht's in diesem Bereich. Hier haben wir einmal wieder Sesokids. Schnell besiegen. Ja, jetzt gehört's uns. Einmal eins mit der Stärke 438 und mit der Stärke 413. Wow, also ein sehr starkes. Das müsste, glaube ich, unser stärkstes bis jetzt sein. Nee, doch nicht. So, die Wurmballs sind erledigt. Jetzt kommen hier Ninkadas. Yay, wir haben zwei. Eins mit der Stärke 432 und eins mit der Stärke 433. Also eine Stärkepunkt mehr. Hier haben wir Teddy Ursas. Oder Teddy Ursa. Mit der Stärke 420 haben wir sogar eins gefangen. Als Gefährten bekommen, wie auch immer. So, das war's. Jetzt sind wir einmal. Nee, doch nicht. Na komm schon. Oh. Jetzt endlich. So, wir haben ein Teddy-Ursa mit der Stärke 135. Jetzt sind wir einmal um den ganzen Baumschamm rumgelaufen. Noch ein Sesokids besiegt.
Hier wechselt man das Pokémon hier zum Sesokids. Das ist unser stärkstes jetzt mit einer Stärke 438. Ja, seine Angriffe sind super. Gehen schnell und ja. Hier haben wir wieder Sesokids. Ein Duell Sesokids gegen Sesokids. Hier haben wir auch eins mit einer Stärke 416. Und Bibors. Hier wieder Sesokids. Je, und wir haben noch eins mit der Stärke 402. Und ein Teliosa mit der Stärke 437. Jetzt haben wir schon einige Gefährten hier gewonnen. Sogar ein paar ziemlich starke. Noch ein Teliosa mit der Stärke 439. Und eins mit der Stärke 425. Jetzt geht's zum Endboss. Und der Endboss ist Elfhorn Kategorie Windschatten. Yay, wir haben einen Wurmball mit der Stärke 384 gesammelt. Und Elfhorn ist fast K.O. Yes. Kein Pokémon kann uns aufhalten. So ist das schöne Geld erstmal einsammeln. Und ab ins Ziel. Wir haben ganze 95 Pokémon besiegt. Hier sind sie alle. So, das war das Nebelufer. Jetzt mal kurz in die Spielstadt. Es wurde ein neuer Tunnel gegraben, der direkt nach Oststadt führt. Ach ja, wir waren ja in der Oststadt, nicht in der Spielstadt. Das ist ja die zweite Stadt. Jetzt erstmal hier regenerieren. Viel Lichttau ist nicht mehr übrig, aber es reicht noch, um deine Wunden zu heilen. Das ist das Wichtigste. Hauptsache, wir sind gesund. Egoistisch. So, weiter geht's mit dem Höhlenbereich. Das Flecknold sagt: Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Attacken, zum Beispiel Attacken für Nah- und Fernkampf. Welche dieser beiden Attackenarten bevorzugst du? Schild sagt, greifst du den Boss von hinten an, kannst du ihm Schaden zufügen, ohne selbst von seinen Attacken getroffen zu werden. Was für ein hilfreiches Schild, aber ich glaube, das wissen wir schon. So, hier haben wir Flemlys. Yay, und wir haben auch eins mit der Stärke 441. Und zwar schon die erste. Ja. Nenne ich das die erste Ebene. Weiter geht's. Flemlys und Jungglut, zwei Stück. Naja, wir sind ja ziemlich gut aufgehoben als Pflanzen-Pokémon im Feuerbereich. Wir müssen aufpassen, nicht dass wir nicht zu viel Schaden nehmen und dann K.O. gehen. Hier Lichte. Und wir haben sogar einen Flemly mit der Stärke 457, also ziemlich stark, und einen Flemly mit der Stärke 447. Weiter geht's. Gleich drei Jungbluts. Schade, leider kann ich es bekommen. Und noch mehr Flecknoils. Mit dir, die gerade die Attacke Herzstempel einsetzen. Nein! So, jetzt schnell wechseln, schnell wechseln. Wir wechseln einfach mal zum Flemly. Unser stärkstes Pokémon bis jetzt. Gegen Kabuto. Und Gesteinwasser. Ey, bitte, wie klar war das denn? Komm, wechseln wir zum Feuer-Pokémon, kommen wir Wasser-Pokémon. Wo wir gegen wieder eine Schwäche haben. So, wieder Kabuto, Hauptsache wir haben eine Schwäche. Yay, und wir haben eins mit der Stärke 450, eins mit der Stärke 448 und noch eins mit der Stärke 449. Naja, haben wir fast alles durch. Oh, ziemlich viele Jungbluts. Ich hoffe, dass wir eins kriegen, und gesagt, getan, hier haben wir eins.
So, da war einfach mal der Akku meiner Kamera leer, aber ihr habt nicht viel verpasst. Wir sind jetzt beim Endgegner Kategorie Balz, das Fletiamo. Und ja, da habe ich mich ziemlich gewundert. Ich so, hä, warum ist jetzt meine Kamera ausgegangen? Aber nicht schlimm. Je, und wir haben einen Fleckenneul. Mit der Stärke 435. Nein, schnell, schnell, nein, wir haben ein Leben verloren, aber egal, zwei Stück haben wir noch. Wir wechseln jetzt zum Kabutus, eine Eisattacke, Eissturm, was ziemlich gut gegen Fletiamo ist, da es Flug ist. Ja, es macht ordentlich Damage. Noch einmal kommen, yes, und wir haben es besiegt. Geschafft. Das ganze Geld eingesammelt. Und ab ins Ziel. Wir haben ganze 77 Pokémon besiegt. Hier sind sie noch einmal. Und das war's auch schon wieder von diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, das war's eigentlich. Bis zum nächsten Mal, euer Bicycle LP.